Hi Leute, in dem Video heute geht es um deine verstopfte Nase. Es geht um deine Wahrnehmung. Und was es mit der Nase zu tun hat, erkläre ich euch gleich. Also, vielleicht kennt ihr das. Diesen schönen Geruch von einer duftenden Blume. Oder egal, irgendein anderer Geruch in eurer Nase, wie ihr den schon über Meilen riecht, oft, dass da was in der Luft liegt. Aber die Wahrnehmung, deine Rezeptivität, deine Aufnahmefähigkeit, deine Wahrnehmung fürs Lebendige, für alles hier, ist vielleicht sehr getrübt, auch wenn du das vielleicht im Moment noch nicht wahrnimmst. Aber das sind eben so Dinge wie, wenn du eine verstopfte Nase hast, dann riechst du die Blumen nicht. Dann kann dir jemand irgendwas erzählen und du riechst nichts. Vielleicht wenn die Blume einen richtig starken Geruch hat, so, dann nimmst du vielleicht mal wahr, dass da ein Ticken Wahrheit dran ist. Deswegen heißt es doch wahrnehmen. Was nehme ich wahr? Aber erstmal musst du deine Nase wieder frei bekommen, eine klare Sicht auf die Dinge entwickeln. Und das kannst du mit ganz einfachen Meditationstechniken, Atemtechniken, egal was, kannst du wieder eine klare Sicht erlangen, in einen klaren Zustand kommen und nicht mehr in irgendwelchen Vorstellungen leben. Du siehst die Realität wieder so, wie sie ist, lebst nicht mehr in Angst. Oft ist es einfach nur, du nimmst was nicht richtig wahr, siehst überall eine Schlange, dabei liegt da nur ein Stock. Und der Schock ist genauso, ob da eine Schlange liegt oder nicht. Ist völlig egal. Wenn deine Wahrnehmung, du einfach nur Schlangen in deinem Kopf hast und siehst du da einen Stock und deine Wahrnehmung ist nicht ganz korrekt, dann erschrickst du dich genauso und das Gefühl ist echt. Egal, ob da eine Schlange ist oder nicht. Und du kannst deinen Körper, deinen Verstand wieder dahin bekommen, dass deine Wahrnehmung wieder messerscharf wird, dass deine Wahrnehmung wieder eine wirkliche Wahrnehmung ist. Nicht wie eine verstopfte Nase, wo selbst die schönste Blüte vor dir erblühen kann und du nimmst es nicht wahr. Da kann die Wahrheit kann dir ins Gesicht brüllen und du bist einfach nur wie mit einer Atemmaske, nimmst nichts wahr. Du musst dich erst wieder klären und deine Wahrnehmung schärfen. Alle Dinge sind bereits vorhanden, du musst sie nur wahrnehmen und dann siehst du ganz klar. Und dann erkennst du, was für eine Freude Leben ist, was für ein pures Glück jede Sekunde, jeder Moment deines Lebens ist. Und das wünsche ich einfach jedem Menschen auf diesem Planeten. Ansonsten macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.